Hallo zusammen, da sind wir wieder. Heute dabei der Kapuzenwurm. Hallo. Der Garen bestraft. Hi. Und der Tarek bestraft. Hallo. Und wir zocken nochmal ein ganz normales 5-on-5. Wie die vorige Runde dieselben Charakter? Ja, genau. Weil das war ja so eine unglaubliche Pornage, deshalb wollen wir das jetzt wiederholen. Wir wollen jetzt testen, ob das nur Zufall war oder ob wir die perfekte Kombination für LOL gefunden haben. Guck mal da unten, unten rechts. Lord Anus Storm. Der kickt auch sehr gefährlich. Dass er den Namen noch hat, krass, ne? Ja, der ist wahrscheinlich erst noch Level 1 oder so, wer weiß, ne? Es ist halt Garen. Ja? Ja, eben. Da trauen sich die nicht. Der ist halt Lord Anus. Ne? Little Happy Cat haben wir. Master Yi. Little Happy Cat. Ah, ja. Mit toten Schaf, das wird dir gut. Und die Ari hat schon einen Skin, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, nein! Nein, ich muss disconnecten. Ich disconnecte jetzt. Ich glaube, das wird ein Loss. Ich glaube, das wird, ja. Ja, wir können in der neuen Runde starten. Alte 4? Alte 4, bitte machen wir schnell. Ist es wahr, wenn alle disconnecten, dass dann das Spiel verloren ist? Also, dass dann das Spiel aufhört? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ach komm, ehrlich jetzt. Kann es sein, dass mein Balken nicht weitergeht? Ja. Ja, gut. Lol, ich bin mit mir abgekackt. Boah, ich hab letztens wirklich ungelogen bestimmt eine Viertelstunde einen hier laden sehen. Das war unglaublich, wie lange das gedauert hat. Ja, ich komme jetzt wieder. Ich meine, probiere es jetzt gerade. Vor allem verstehe ich das nicht, weil wo ich das so hatte, wo das so lange war, da hat das noch nicht mal reingeladen, ohne den halt so. Meistens ist das ja so, wenn einer lange braucht zum Laden, dann lädt er halt später nach. So. Sag bitte, wenn es beginnt, damit ich weiß, wie ich in der Zeit liege. Ja. Also jetzt ist noch gerade 1% hochgegangen. Echt? Bei mir? Ja, da war jetzt 34. Ich bin stabgebrochen. Aber jetzt hat es angefangen. Oh, fuck it. Ja, gut, aber ich beeil mich. Fuck it. Ja, aber gut, ist egal. Er fickt die Backe mit Schmackes und kickt die Kacke wie Cricket. Aha, aha. So, okay. Gehen wir top oder was, Chris? Oder gehst du wieder unten? Hier unten mit Tarik. Bestrafen. Ach so, okay. Ja, dann hätte ich jetzt nicht nochmal so nah genommen. Ich habe gedacht vorhin, du wolltest dann mit mir nach oben gehen. Ach so, nee. New Meta Bitches. Wir können ja Partner wechseln zwischendurch. Ein Partnertausch. Bist du dir sicher, dass du so eine versplinte Tussi im Bett haben willst, die immer so eine riesige Harfe vor sich herträgt? Oder wie du letztens sagtest, ein Schreibtisch. Ja, ein Schreibtisch, genau. Ein Schreibtisch. Das wäre voll cool, wenn die so einen Lehrerin-Skin bekommen würde, wo sie einfach einen fetten Tisch vor sich hat und wo Matheaufgaben sind und sie hat einen Stift und damit macht sie die Töne. Das wäre uncool eigentlich. Eigentlich ja, ne? Ja, das wäre cool. Oh, wir haben Timo halb getötet gerade schon. Nicht Metronom. Ist die Wayne oben? Dirigentensona, meine ich. Weiß ich nicht, ob die hier oben ist. Die muss ja sehen. Ja, ich hab jetzt. Ist hier noch keiner? Ich hab nur Timo gesehen gerade, der ist hier. Nee, ist die bei dir oben? Ist die. Was? Hast du die in deinem Team? Ach so, ja, ich glaube ja. Okay, na, weil ich dachte, die ist vielleicht ins Mitte gegangen, weil dann wäre ich nicht so gut gewesen. Bist du immer noch nicht fertig? Ich bin da schon. Ach so, okay, weil ich sehe dich gar nicht hier auf der Map gerade. Ach, da unten in der Ecke noch, ja. Ich warte noch einen Trank ab. So. Er wartet noch einen Trank ab, unglaublich. Ich hab die Ari. Ja. Weißt du, was ein Lulugax ist? Nee, was ist das denn? Sagt man so. Lulugax? Ja. Und was ist das? Ja. Uludag? Uludag ist ein gutes Getränk. Ja, das ist ganz cool. Was hast du immer? Nee, ich lasse Lulugax, habe ich gesagt. Chris, ich kenne übrigens einen Laden, wo wir das in Literflaschen kaufen könnten. Ne? Das ist voll gut, das Zeug. Wisst ihr überhaupt, wo Uludag herkommt? Ja, aus der Türkei. Ja, aber woher hat es den Namen? Ach, keine Ahnung. Das ist ziemlich geil. Das bitte Märchenstunde, aufpassen. Uludag ist in der Türkei ein Berg. Und die haben damals für dieses Getränk nur das Quellwasser aus dem Berg genommen. Ah, okay. Und deswegen haben sie das Uludag getauft. Aber der Berg hat dann irgendwann nicht so viel hergeben, weil die den einfach gemolken haben bis zum Gehnicht mehr. Und jetzt haben die das halt generell. Aber der Name ist geblieben. Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Das ist eine coole Sache.
Natürlich voll ausgelutscht im Berg, ey. Ja, kein Wolken. Da gibt's bestimmt auch keinen Gletscher mehr dann. Was will der Yi denn? Verpiss dich, Yi. Oh, bitte, geh. Also bei mir oben ist Yi und Teemo, glaube ich. Hier unten ist Garen und bestimmt noch jemand. Aber wo ist der Teemo die ganze Zeit? Das macht mich ein bisschen nervös. Teemo ist tot. Teemo ist tot? Thomas, top. Ach so, okay. Okay. Ich kümmere mich mal, ich zerg dir hier voll nieder, ey. Ach, mein Teammate ist gerade gestorben hier oben. Das ist ja unglaublich wieder. Das fällt dir erst jetzt auf? Ja. Brauchst du den denn? Nö, jetzt gerade nicht unbedingt. Weil der ist jetzt eh wieder da. Die Ari drückt aber ganz schön. Ja, dann drück halt noch mehr. Stimmt, ich bin der Mann in der Beziehung. Eben. Immer reindrücken dann. Oh. Er übt schon die Geräusche. Oh. Boah, was? Und hat er mich jetzt getötet mit Gift oder was? Ja, klar. Teemo ja, Gift. Alles klar. Wusstest du das nicht? Doch, nee, wusste ich. Ich hatte es nur nicht gesehen, dass ich es abbekommen habe. Teemo kann auch Pilze setzen. Bist, oh. Bist du dadurch auch vergiftet? Nee. Natürlich, du wirst geslowt und verlierst ständig Leben. Echt? Ja, natürlich. Ich weiß es ja nicht. Du kriegst die ganze, du verlierst Leben, wenn du reinläufst. Aber nicht also, Pilze. Hä? Wenn er, nur wenn er ein Skin hat, glaube ich. Nee. Was? Bei den beiden musst du immer darauf gefasst sein, dass sie einfach Nonsens reden. Ja? Was? Was? Mit der Wayne. Oh, wir kennen uns. Sie haben im letzten Spiel voll gut gemacht, haben sie gar nicht gekannt. Das sind zwei Lügner. Nein, das ist psychologisch, damit die denken, ah, mit dem habe ich schon mal gespielt und voll gewonnen. Dann strengen sie sich an, weil die uns nicht enttäuschen wollen. Stimmt. Oh, der kennt mich. Oh Mann, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ja, genau. Vielleicht schaut die Mama zu. Oh. Okay. Ja, Yi und Teemo drücken natürlich auch hier oben ganz, ganz gut, ne? Also hier unten spielen wir ganz gechillt mit denen. Wollen die noch nicht killen? Lassen die erstmal so ein bisschen stärker werden. Confidence aufbauen, weißt du? Ja. Um die dann gleich einfach zu vernichten. Damit sie dann höher fallen, ne? Ganz genau. Das tut dann in der Seele noch mehr weh. Oh oh. Die Wayne läuft hinunter, warum auch. Ich glaube, weil die einfach scheiße ist, kann das sein? Ja, weil die einfach scheiße ist. Ich hab's gewusst, dass ich jetzt drauf gehe wegen der Bitch. Das wusste ich einfach. Yeah? Stupid. Right. Das gibt's ja nicht. Ich wusste es einfach. Wenn ich jetzt drauf gehe, ist sie weg. Und ich auch. Ist sie weg? Gibt's doch nicht. Nee, ich meine, keine Ahnung, sie läuft runter und sagt, dass ich helfen soll. Der Teemo war voll. Und ich hab auch nicht mehr viel Leben gehabt. Ja. Ich weiß nicht, was sie erwartet hat. Was ja, aber gehst du denn da hin auch? Naja, ehrlich, wenn ich hab's halt versucht. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist die ja doch gut. Nee, die war scheiße, weil der wollte einfach, dass ich das mache. Aber das lernst du noch. Die scheißen. Ist das bitte? Okay. Oho. Ja, lass mal porten. Nein, ich brauch noch Gold. Ah, ich hab immer noch kein Ward, ich brauch auch noch mehr Gold, ey. Los, töte den Minion doch jetzt da, sehr schön. Mann ey, wirklich eine Zehntelsekunde bevor ich mich nochmal heilen konnte. Gegen Teemo ist echt super ätzend mit Sona.
Wir hätten nicht nochmal spielen sollen, nachdem die letzte Runde so gut war. Ja. Mit so einem schönsten Mal aufhören. Wir haben es voll gejinxt, ey. Ich glaube, ja, Vayne strengt sich nicht an. Ja. Die haut das alles durcheinander. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Spielt komisch. Aber ich, ja. Schade, schade. Ja, wollen wir aufgeben, jetzt? Kannst du noch nicht. Duell ist kacke. Wollen wir wirklich aufgeben? Nein, wir gewinnen noch. Ja, für dich auch. Ja, ich bin mal AFK bis zum Ende. LOL. What the fuck? What fuck? Boah, ey. Ich könnte mal Hilfe gebrauchen hier oben, ey, wenn er nicht mal wieder kommt da gleich. Ja, hier unten wird hin und her gerückt. Na, die holen jetzt mal den Turm bei euch unten, ne? Badabab. Gar nichts machen die. Können wir dran riechen und dann können sie müssen weggehen, leider. Ma, der scheiß Timo-Pilz, ey. Boah, so ätzend. Boah, der nervt, oder? Ja, der nervt hart. Scheiß kleiner Bastard, ey. Jo. Ja, und die Ulti von Sona, die könnte auch ruhig mal ein bisschen mehr Schaden machen, ey. Die macht ja keinen Schaden. Die stand ja nur. Nein, die macht Schaden. Was? Klar macht die Schaden. Redet sich kein Arsch. Doch. Von Sona? Ja. Die macht 150 plus Schaden. Was sind die Aura oder was? Nein, die Ulti. Ja. Die macht Schaden? Ja, das ist doch schön. Immer schon? Ich macht dachte, die starten. Ne? Hä? Macht deine Ulti keinen Schaden? Nee, ich dachte halt, die macht nur die Stunts, ne? Nee, die macht Schaden. Fuck this game, never got help. Ja, weißt du, wenn der so Idiotenaktionen macht. Ja. Wenn er immer in die Mitte reinrennt, der Idiot, ey. Läuft doch ganz gut eigentlich. Weißt du, der rennt nicht zum Turm, er rennt den mittleren Wassergraben lang immer, weißt du? Also du meinst, er läuft nach unten? Ja. Ja, das ist super intelligent, weil Timo bombt halt unten alles zu. Ja, eben. Ah, und ich weiß halt, also hier weiß ich nicht was ich gegen Yi und Timo vor allem machen soll. Wollen wir vielleicht einfach die Lanes mal tauschen? Ja, wäre vielleicht eine geile Idee so. Ja, dann musst du aber der Dings sagen. Wir drücken jetzt einmal nach vorne. Ja. Und dann kommen wir nach oben und dann kommst du einfach nach unten danach. Dann habt ihr ein bisschen Zeit. Okay. Dann läufst du einfach los, wenn wir dir Bescheid sagen. Ja, mach mal so, okay. Kannst deinem Partner kurz Bescheid sagen und schnell ja. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen weiter. Wäre natürlich sehr toll. Mal hoffen. Ja, hoffentlich bringt das was. Sind beide top? Also ja. Sind alle top? Sind beide da. Jetzt, okay, weil ich werde jetzt ein bisschen pushen. Einer ist unten gestorben. Ist noch 3 Sekunden tot, der Lord Arnus. das ist Information genug. Lord Arnus. Ach, natürlich kriegt er mich doch. Ach. Also im Moment sieht eigentlich ganz ausgeglichen aus, obwohl der Score nicht für uns spricht. Ja gut, ich meine 9-4 ist jetzt halb so wild auch am Anfang, ne? Ja, eben. Ja. Wir sind ja auch gerade mal Level 7, weil irgendwie mir kommt das Spiel so lange vor, ist es aber gar nicht. Oh, komm! Nein! Ja, wenn er die ganze Zeit am Turm rumsteht, weißt du, davor.
Ah, oh, okay. Ja, diese Vayne halt. Ja, ehrlich, ey.